da ist was dran, dass man im Grunde genommen niemals weiß, was so wirklich passieren wird. Aber ich habe jetzt schon so viele Barcamps hinter mir und kann jetzt ganz sicher sagen, es hat immer funktioniert. Warum sollte es heute nicht funktionieren? Also man muss sich beim Barcamp immer Mühe geben, dass das Klima das Richtige ist. Und Klima wird so dadurch gekennzeichnet, dass wir es wirklich schaffen, eine gleiche Augenhöhe unter den Teilnehmern in der Kommunikation hinzukriegen. Und Klima heißt auch, man muss ein Stückchen Vertrauen haben, dass man hier auch offen reden kann. Und deshalb ist so diese Einführungsstunde ganz wichtig. Übrigens auch dieses Einführungsritual, wo sich jeder ganz kurz mit zwei Stichworten vorstellt. Bei 300 Leuten dauert es halt ein bisschen, aber darauf sollte man auf keinen Fall verzichten, weil das eins der wesentlichen Elemente ist, das Klima für den Tag so zu prägen. Ja, wir freuen uns. Wir sind das erste Mal im Norden und zwar auch das erste Mal mit einem Frühjahrsbarcamp. Bisher waren wir bloß immer im Herbst unterwegs. Und wir hatten uns eigentlich gedacht, wenn wir hier 150 Leute kriegen, wäre das schon gut. Jetzt sind wir 300 und haben noch 150 Leuten leider eine Absage schicken müssen, weil mehr fassen die Räume nicht und mehr wollen wir auch nicht, weil 300 so eine Grenze ist, wo es so ein bisschen familiär schon noch ist und darüber hinaus wird es dann so ein bisschen zu einer Massenveranstaltung und das passt nicht so ganz zum Barcamp. So, und insofern sind wir ganz froh, dass das hier so gut angenommen wurde im Norden. Und was mich auch freut, wir haben wieder doch eine ganze Reihe von neuen Leuten hier, die noch nie beim Barcamp waren. Und trotzdem haben wir heute 50 Sessions heute Morgen wieder gemeinsam im Plenum beschlossen. Barcamps sind ja so, dass die Vorschläge aus dem Plenum kommen und die Inhalte dann auch von denen vorgetragen werden oder begleitet werden, wenn es Diskussionen sind, die die Session vorgeschlagen haben. 50 Sessions ist schon eine ganze Menge, glaube ich. Es war nicht so ganz einfach. Am Anfang mussten wir uns ganz große Mühe geben, Leute persönlich zu überzeugen, weil so ein Format, wo es keine Agenda gibt, ist natürlich für die Leute, die es noch nicht erlebt haben, nicht vorstellbar und auch nicht ihren Chefs vermittelbar. Wenn man sagt, ich gehe zu einer Veranstaltung, weiß aber nicht, was passieren wird, war das ganz schön schwierig. Und deshalb freuen wir uns, dass das so langsam gewachsen ist. Ich glaube, unser erstes Barcamp hatte so 80 Teilnehmer. Und es wurde dann von Jahr zu Jahr mehr, weil sich einerseits rumspricht, dass Barcamps doch lohnende Investitionen sind und andererseits wir ja nicht die Einzigen sind, die Barcamps machen. Also die Barcamp-Erfahrung ist in der Zwischenzeit gestiegen und davon profitieren wir auch ein bisschen.